Yo, was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Heute mal mit einem kleinen Review, Recap von unserem DN-Turnier. Was ganz gut lief. Relativ erfolgreich. Relativ reibungslos gelaufen. Kann mich nicht beschweren. Interessante Duelle, paar Überraschungen, paar Highlights. Im Großen und Ganzen auf jeden Fall top. Wir werden auf jeden Fall irgendwann mal noch so ein Turnier veranstalten. Wir wissen halt noch nicht genau wann. Aber dann wird es wegen der großen Anfrage dann auf DevPro sein. Also sorry für die Leute, die Mac haben oder das nicht haben. Oder nur Yu-Gi-Oh! Pro. Gibt es ja einen kleinen Unterschied, soweit ich weiß. Also das nächste Mal auf DevPro. Für alle, die gefolgt haben. Und nochmal danke an unseren Sponsor, der Kartensalon. Checkt den auf jeden Fall mal ab. Lohnt sich auf jeden Fall. Die Feature Matches könnt ihr euch gerne nochmal anschauen. Sind alle da online. Unten nochmal ein Link zu der Playlist von allen Duellen. Ansonsten checken wir mal die Top 4 Decklisten ab. Da haben wir auf Platz 4 Dr. Elmo mit Star Seraph Zatella. Hat gegen Dennis verloren von Team Ragnarok und dadurch leider nichts gewonnen. Hat die neuen Star Seraphen gespielt, die man ja gewinnen konnte. In den Feature-Matches, wo man Dr. Elmo gesehen hat, hatte die Star Seraph nur einmal rausgebracht. Ansonsten nicht mal gezogen, also kann man nicht viel davon sagen. Ansonsten zu seinem Deck interessant waren noch zwei Ornis. Die kamen auch nicht so richtig zum Einsatz. Nur um über den Djinnlok drüber zu kommen. Ansonsten kamen die ja gar nicht. Wurden meistens eher discarded. Dann hatte noch Prison und Mirror Force gespielt. Die waren ganz interessant. Und die waren auch relativ gut. Vor allem Prison im Burning Abyss Matchup kamen die ganz gut. Im Viertelfinale konnte er damit gewinnen und dann ins Halbfinale einziehen, wo er dann leider verloren hat. Gegen Josenju, was eine der großen Überraschungen des Turniers war. Aber dazu kommen wir noch später. Dann kommen wir zu Platz 3. Da haben wir Aksat von Team Ragnarok, der Dennis halt. Guter Kumpel mit seinem Necros Deck, mit dem er live auf den Regionals und so bisher auch relativ erfolgreich war, hat im Halbfinale leider auch gegen Josenju verloren, konnte sich dann aber gegen Dr. Elmo behaupten und den dritten Platz gewinnen und damit 8 Booster. Ich hoffe, die sind angekommen. Schauen wir uns mal sein Deck an. Was vielleicht interessant ist, ist eine Denko Sekka Main. Und zwei Darkhold Main, der dritte Cycle und die zwei Trade-Ins. Kann nicht wirklich viel dazu sagen, also er wird sicher unten in die Kommentare irgendwas dazu schreiben. Aber anscheinend läuft es für ihn. Dann haben wir auf Platz 2 und dann später auch auf Platz 1. Sehr überraschend halt, wie gesagt, Josenju. Damit hat, glaube ich, gar keiner gerechnet. Was vielleicht auch ein Faktor war, wieso die so weit gekommen sind. Hier haben wir halt den zweiten Platz von Chef. Könnt ihr euch mal anschauen. Was mir gefällt, sind zwei Nightbeam. Einfach alles wegbekommen und dann OTK'n. Beste Strategie. Was viele Zuschauer verwundert hat oder gestört hat, wie man es auch nennen will, sind halt die zwei Tempel und die drei Konterfallen, die ja bisher eher als schlecht dargestellt werden. Aber anscheinend läuft's. Chef hat's gespielt und der Gewinner Gottems hat's auch gespielt, also scheint wohl doch nicht so schlecht zu sein. Dann gehen wir zum ersten Platz. Gottems, ein, wie ich gesehen habe, sehr treuer Abonnent, einer der ersten, die uns auf diesem Channel abonniert haben. Und er hat sogar schon bei unserem letzten Turnier damals noch auf unserem ganz alten Kanal mitgemacht, also ein sehr, sehr langer treuer Abonnent. Gefällt mir, dass er gewonnen hat, freut mich für ihn. Ein Display hat er gewonnen von World Superstars. Wie gesagt, von unserem Sponsoren. Danke an ihn, der Kartensalon. Und hier können wir uns nochmal sein Deck anschauen. Er hat auch diesen Tempel gespielt und dreimal die Konterfalle. Vielleicht was interessant noch ist, ist ein Bear Main und die zwei Mistakes. Hat ihn anscheinend nicht gestört, obwohl er selbst 12 Searcher spielt. Konnte damit gewinnen. Erster Platz. Gratulation an ihn.
das war es eigentlich auch schon. Kleines Recap vom Turnier. Lief alles ganz gut. Wird auf jeden Fall nochmal eins kommen. Dann wie gesagt auf DevPro. Und halt die Top 4 Decklisten. Ganz interessant. Falls ihr das nachbauen wollt. Ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt unsere anderen Videos ab. Checkt die Feature Matches ab. Checkt unsere Sponsoren ab. Und ciao.